Hallo ihr Lieben, heute geht es um Kefir. Kefir wird auch das Getränk der Hundertjährigen genannt und kommt eigentlich aus Tibet und dem Kaukasus. Meistens kommt es bei uns eher aus dem Supermarkt und deswegen wollte ich euch das jetzt mal zeigen. Das, was ihr da seht im Video, das ist eine sogenannte Kefir-Knolle und diese Kefir-Knolle oder den Kefir-Pilz, wie er auch genannt wird, kann man im Internet bestellen oder es gibt es auch in einigen Bioläden. Und mit viel Glück kennt ihr ja vielleicht jemanden, der eine hat. Der kann euch dann nämlich nach 3 bis 4 Wochen auch seine Knolle teilen. So lange braucht das ungefähr, bis die Knolle so groß ist, dass man sie teilen kann. Und ja, was macht man damit? Diese Knollen gibt man in ein Marmeladenglas oder in ein Gurkenglas, wie auch immer, mit Schraubverschluss und füllt mit Milch auf. Und da hinein kommt diese Kefirknolle. Die Milch kann 3,5 oder 1,5% Fett haben, das spielt keine große Rolle. Frischmilch geht auch, nur Frischmilch, also richtig frische Kuhmilch, solltet ihr in jedem Fall vorher auf 75 Grad erhitzen und dann wieder runterkühlen auf 30 Grad, bevor ihr die verwendet. Kefir ist empfindlich, ihr dürft den Kefir nicht mit Metall in Berührung bringen, dann geht er kaputt, deswegen braucht ihr hier so ein Kunststoffsieb und auch einen Plastiklöffel, um damit zu arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch bei dem Glas, was ihr benutzt, müsst ihr darauf achten, dass der Deckel möglichst keine Roststellen hat. Also der sollte wirklich sauber sein. Dann geht das gut. Ich habe hier mal ein Glas Milch, ihr seht, das ist nicht ganz voll. Das dürft ihr auch nicht ganz voll machen, denn wenn das ganz voll ist, dann kann die Kohlensäure, die beim Umwandlungsprozess entsteht, ja, die hat eigentlich keinen Platz, ne? Und also, Platz muss sein, also macht sie nicht ganz voll. Ich glaube, das kommt auf dem Video so ganz gut rüber. Dann wird das Glas zugeschraubt. Und was jetzt kommt, ist im Prinzip auch schon die Auflösung des kleinen Videos von gestern, nämlich nachts im Küchenschrank. Nachts im Küchenschrank, da passiert Folgendes. Da wandelt jetzt diese Kefirknolle die Milch zu Kefir um, zu einem Sauermilchprodukt, wenn man so will, aus dem man wieder ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Ich habe da Käse draus gemacht, ich habe da Mascarpone draus gemacht und wie das geht, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Auch wie man aus der Mascarpone dann eine ganz tolle Tiramisu machen kann. Aber für heute erstmal soll es das gewesen sein. Ich wollte euch mal den Kefirpilz vorstellen und euer Interesse wecken daran, vielleicht auch mal in dieser Richtung etwas selber zu machen. Kefir ist ein Naturprodukt, ein Joghurt ähnliches Naturprodukt für die, die es nicht kennen. Schmeckt ein wenig säuerlich, aber unwahrscheinlich lecker. Soll die Verdauung fördern und ja, viele, viele andere positive Nebeneffekte haben auf die Magen- und Darmflora. Ihr müsst es für euch selber ausprobieren. Mir schmeckt Kefir sehr, sehr gut. Und ja, ach so, ehe ich das vergesse. Nach einem Tag im Küchenschrank, also nach 12 bis 24 Stunden, ist der Kefir fertig zum Verzehr. Dann siebt ihr ihn durch. Die Knolle kommt wieder mit frischer Milch angesetzt für die nächste Portion Kefir. Und alle 4 bis 5 Tage müsst ihr die Knolle waschen. Einmal unter lauwarmem Wasser richtig abwaschen, dass sie ganz sauber ist.
dass die Gläser und das Werkzeug sowieso sauber sind. Das versteht sich in der Küche eigentlich von alleine. Den fertigen Kefir könnt ihr aber auch ganz normal in eine Karaffe dann füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Der hält sich so 1 bis 2 Tage ohne Probleme. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt zu Kefir und was man damit machen kann, schreibt mir einen Kommentar. Ich versuche euch das zu beantworten. Und wie gesagt, in einem der nächsten Videos zeige ich euch dann, wie man aus Kefir Frischkäse zubereitet und auch Mascarpone. Oder wie man den Kefir zum Beispiel für eine Salatsoße benutzen kann oder beziehungsweise Salatmarinade. Ich blende euch gleich noch mal so ein paar Bilder ein und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bei einem der nächsten Videos wiedersehen. Ja, macht's gut.